Altonau gibt es gleich drei Kirchen und ein Kloster. Und eine dieser Kirchen ist die Loreto-Kapelle, die wir hier sehen. Auf diesen Türsturz hat sich der Passauer Fürstbischof Johann Philipp von Lamberg verewigen lassen. Der hat die Kapelle 1699 zur Loreto-Kapelle umgestaltet. Aber vorher stand schon eine Kapelle hier, eine Marienkapelle, und zwar schon seit 1622. Diese Marienkapelle, die hatte der Kämmerer des damaligen Fürstbischofs, der Thurnauer Hofmarksherr Urban Schätzel, gebaut. Diese Familie Schätzel, deren Geschichte sich übrigens bis 1485 nachverfolgen lässt, war für den Ort Thurnau über einen langen Zeitraum von immenser Bedeutung. Urban Schätzel, der studierte Jura und wurde Kämmerer am fürstbischöflichen Hof. Und 1622 ließ er hier eine Marienkapelle errichten. Und jetzt müssten wir uns in diese Zeit hineinversetzen, ins Jahr 1622 damals, und das kommt uns heute wieder brandaktuell vor, schien die Welt aus den Fugen geraten. Die Türken waren immer weiter nach Europa vorgedrungen. Schon standen sie in Ungarn, das war gar nicht mehr so weit weg. Und im Deutschen Reich erhob sich ein innerer Feind mit Martin Luther und seiner Reformation, die sich ausbreitete wie ein Lauffeuer, und auch im Bistum Passau wandten sich Bürger und Adlige dem neuen Glauben zu. Seit 1618, seit 4 Jahren, tobte nun ein Glaubenskrieg in Deutschland, ein Krieg, den wir heute als den 30-jährigen Krieg kennen, ein Krieg, der auf die Bevölkerungszahl hochgerechnet mehr Opfer kostete als der Zweite Weltkrieg und der Landstriche verwüstete, der Hunger und Seuchen nach sich zog. Was also blieb den Menschen dieser Zeit als zu beten? Und als beste Helferin hat sich Maria erwiesen. Und zu dieser Zeit hatte die Gegenreformation die Jesuiten nach Passau gebracht. Die Jesuiten, die betreuten auch die Loreto-Kapelle in Italien, und sie brachten die Verehrung der schwarzen Madonna mit. Eine schwarze Madonna, die finden wir auch hier. Es musste übrigens schnell gehen im Jahre 1622, denn Urban Schätzel hatte tatsächlich mit dem Bau der Kapelle begonnen, ohne die Genehmigung des Bischofs einzuholen. Die kam dann zwar nachträglich, aber er hat sich schon eine Rüge eingefangen, der Bauherr. Eine Marienwallfahrt war es also zu Anfang, aber es gab ja mit der Wallfahrtskirche Maria Hilf oberhalb der Passauer Innenstadt schon eine bedeutende Marienwallfahrt im Bistum Passau. Naja, und man muss sich die Wallfahrten damals so ähnlich vorstellen wie die touristischen Reisen heute. Die Wallfahrer, die brachten Geld in die Kassen. Sie kauften Essen, brauchten Unterkunft, kauften Devotionalien und sie spendeten. Und nachdem der 30-jährige Krieg vorbei war und es wieder aufwärts ging und die katholische Kirche wieder fest im Sattel saß, da kamen die Menschen, um Dank zu sagen. Ja, inzwischen hatte der Bischof das Gut Thurnau aufgekauft und die Kapelle unterstand nun ihm direkt. Fürstbischof in jenen Tagen war eben jener Mann, dessen Namen wir vorhin draußen gelesen haben. Johann Philipp von Lamberg. Der war nicht nur Fürstbischof, sondern auch noch Kardinal. Und der wollte Großes entstehen lassen, wollte Glanz und Gloria nach Thurnau bringen und einen Bezug nach Italien zum Kirchenstaat herstellen. Er ließ die Marienkapelle in eine Loreto-Kapelle umgestalten. Bei der Loreto-Kapelle handelte es sich um eine Nachbildung des Hauses der Heiligen Familie, der Casa Santa. Im Innern der Basilika vom Heiligen Haus in Loreto bei Ancona. Dahinter steht die mittelalterliche Legende, dass im 13. Jahrhundert, nachdem das Heilige Land in die Hände der Muslime gefallen war, im Jahre 1244, Engel das Haus der Heiligen Familie in Nazareth in die Lüfte gehoben hätten und es erst in Loreto in Italien wieder abgesetzt hätten. Sie wollten es vor den Sarazenen in Sicherheit bringen. Das Original in Italien ist von Marmorreliefs ummantelt.
Die Kapelle in Turnau hat man außen nach diesem Vorbild bemalt. Wichtiger als die äußere Gestaltung ist bei allen Loreto-Kapellen aber die Ausgestaltung im Innern, denn der nachgestaltete Innenraum der Santa Casa mit den historischen Freskenresten macht die Kapelle zum Begeh- und erlebbaren Reliquar. Der Gläubige, der konnte hier tatsächlich das Innere des Wohnhauses der heiligen Familie in Nazareth besuchen. Er konnte sich fühlen wie die Angehörigen der heiligen Familie selber. Ein barocker Erlebnispark. Ja, damit wurden solche Loreto-Kapellen, von denen es gar nicht so viele gibt, zum begehrten Ziel kürzerer Wallfahrten. Wie eine Ruine, so stellte man sich das Haus vor, ohne Dach. Man kann direkt in den Sternenhimmel sehen. Eine Wandnische als Ablage, ein Speiseschrank, eine zugemauerte Tür. Das hier ist kein sakraler Raum. Das ist das Wohnzimmer der heiligen Familie, das Wohnzimmer von Josef, Maria und Jesus. Das Phänomen der schwarzen Madonna, wie wir sie übrigens auch in der Wallfahrtskirche in Altötting finden, ist noch nicht wirklich geklärt. In ganz Europa gibt es aber nur etwa 270 schwarze Madonnen, davon fast 200 in Frankreich, die auf einmal im Mittelalter schlagartig auftreten. Eine weitere bemerkenswerte und besondere Madonna findet sich nur ein paar Meter weiter in der Pfarrkirche St. Franz Xaver. Aber das ist eine andere Geschichte. Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht und ihr folgt vielleicht auch weiterhin meinen Beiträgen, wenn ich noch mal welche mache.